Hallo, ich bin der Martin, der Leiter von dem Arbeitsbereich hier in der RPK Schwab in Kempten. Wir wollen euch heute mal zeigen, wer wir sind und vor allem, was wir so machen. Und dafür schauen wir uns mal alle Bereiche an. Viel Spaß. Ja, hier sind wir jetzt im Orientierungsbereich. Hier fängt die Reha eigentlich so richtig an. Am Tag 1 von der Reha ist man zuerst mal im Wohnbereich und im medizinischen Bereich. Am Tag 2 kommt man dann schon mit einem Paten hier raus in die Arbeitstherapie. Und wir haben hier den Orientierungsbereich gegründet, weil wir sagen, hier soll die Reha erstmal anfangen. Um sich die anderen Bereiche dann anzuschauen, kann man sich die Bereiche aussuchen und dann eben jeweils 2 Wochen die Bereiche beschnuppern. Im Anschluss daran muss ich mir oder sollte man sich für einen Bereich entscheiden und dort die Arbeitstherapie fortführen. Und welche Bereiche das sind, das schauen wir uns jetzt an. So, jetzt sind wir hier im Holzbereich. Hier seht ihr also praktisch schon Maschinen wie in jeder Schreinerei, Kreissäge, Hobel, Schleifmaschine, alles soweit vorhanden. Und wir können hier eigentlich auch relativ viel machen. Wir haben unter anderem Reparaturarbeiten für uns, aber auch immer wieder mal kleinere Projekte, die von Rehabilitanten oder von uns vorgebracht werden. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass man keinerlei Vorerfahrungen haben muss. Also man muss nur Lust auf den Bereich haben. Die Anleiter zeigen einem dann schon, wie was wo funktioniert. Man muss nicht Schreiner sein und man muss danach auch nicht Schreiner werden. So, jetzt habt ihr den Holzbereich mal kurz gesehen. Lass uns mal rüber gucken in den Metallbereich. Aber wie gesagt, ihr braucht keinerlei Vorerfahrungen, egal für welchen Bereich. So, dann sind wir jetzt hier im Metallbereich. Das unterscheidet sich nicht nur über das Material, sondern auch über die Tätigkeiten. Wir gehen also ein bisschen weg von dem Kreativen und ein bisschen mehr hin in, ja, Serienarbeiten, wenn man es nennen will. Ihr seht bei uns generell eher konventionelle Maschinen, also keine CNC-gesteuerten Maschinen. Das liegt daran, dass wir der Ansicht sind, für CNC-Maschinen geht man später in die Ausbildung, wenn man in den Bereich landen möchte. Wir hier arbeiten mit konventionellen Maschinen, da kann man einem das Verständnis für die Maschinen viel besser beibringen. Jetzt sind wir in der Hauswirtschaft. Hier haben wir alle das Glück, dass jeden Tag frisch gekocht wird. Jeden Tag werden hier zwischen 45 und 50 Essen lecker zubereitet.
Herzlich willkommen im kaufmännischen Trainingsbereich der RPK Schwaben. Wir sind hier mit 16 PC-Arbeitsplätzen ausgestattet und unser Ziel ist es, Rehabilitantinnen und Rehabilitanten, die aus dem kaufmännischen Beruf kommen und in diesen kaufmännischen Bereich wieder zurückkommen, hier entsprechend vorzubereiten oder alternativ, wenn jemand eine kaufmännische Ausbildung anstrebt, ihm hier entsprechendes Rüstzeug mitzugeben, um beispielsweise schon mit einigen Kenntnissen dann in die Ausbildung zu gehen. Wir sind ausgestattet mit insgesamt 16 PC-Arbeitsplätzen mit dem neuesten Office-Programm, entsprechend kaufmännischen Programmen im Hintergrund sowie umfangreichen schriftlichen Material, um entsprechende Kenntnis wiederherzuholen, aufzufrischen oder natürlich auch entsprechend zu erweitern. Für unsere fortgeschrittenen Rehabilitantinnen und Rehabilitanten oder für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich bereits in der beruflichen Rehabilitation befinden, bieten wir hier die Möglichkeit, an einer kaufmännischen Übungsfirma mitzuarbeiten. Das bedeutet, man ist entweder eingesetzt im Personalwesen, im Rechnungswesen, im Einkauf oder im Verkauf dieser Firma und kann dann in zusammenhängenden Arbeitsblöcken das reale Arbeitsleben nochmal trainieren. Dazu kaufen wir bei einem externen Anbieter entsprechende Übungsfirmenplätze ein, die dann immer zeitgemäß für die Teilnehmer reserviert werden. Ach, übrigens, jeder hat hier die Möglichkeit, Praktikas zu machen. Hierfür haben wir extra einen Jobcoach im Haus. Der ist dafür da, für jeden das passende Praktikum zu suchen. Ganz egal, in welchem Bereich.